Wasser aufschlagen. Ja, Mulde, bitte, bitte. Also, ja. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich auch bei dem Wüst, wie heißt es, Wüstblech für den Vortrag. Ja? Dankeschön auch für das Erscheinen. Das sind Musik, junge Musikschüler aus unserem Gymnasium. Das ist ein Botanist, der da redet. Musikanter ist ein Gymnasium. Das ist ein krasser Musiker. Sehr gut, Dankeschön. Bis dann. Ja. Ja, ich begrüße alle ganz herzlich heute zu dem anlässlich des Jubiläums. Ja, дорогие друзья, добро пожаловать, Sehr geehrter Attaché des Generalkonsuls Gaspardin Agaev. Ja, liebe Nadezhda. Sehr geehrte Städtepartnerschaftsbeauftragte Frau Ripper und Frau Fildhaut, ach, die sitzen beide hier. Ganz lieb, herzlich grüße ich natürlich die Vertreter des Schelkowo-Vereins und auch die Gäste des Annas-Korps. Представляет всех друзей, конечно, приветствует Надежду и представителей хора Анны сегодня. И наших уважаемых ответственных за дружбу. Ich möchte natürlich auch den stellvertretenden Bürgermeister Herrn Wolfgang Römer begrüßen und auch alle Ratsvertreter. Я также приветствую господина Рёмера и всех представителей совета. Und natürlich, wie gesagt, auch ein herzliches Willkommen an die Musiker des Wüste-Gymnasiums. Ich glaube, unsere Städtepartnerschaft, das ist mehr als eine Freundschaft. Das ist wirklich, das ist eine Familie, die sich über 25 Jahren entwickelt hat.
дорогие друзья, мне кажется, что наши отношения – это уже не просто дружба. Это единая семья, которая уже существует более 25 лет. Ich habe hier noch die Urkunde, wie sie vor 25 Jahren unterzeichnet wurde. Sie hat ihren Platz hier an der Wand und zeigt uns auch immer und urkundet uns auch immer die Freundschaft hier mit unserer Partnerstadt. Я хотел бы вам сегодня показать, я снял здесь со стены, у нас всегда висит вот этот договор, который мы заключили 25 лет тому назад. Damals, vor 25 Jahren, konnte niemand prophezeien, dass sich unsere Partnerschaft wirklich so intensiv entwickeln würde. Aber im Rückblick betrachtet kann man sagen, wir haben alles richtig gemacht. 25 лет назад никто не мог предсказать, как будет развиваться наша дружба. Но сейчас мы с полной уверенностью говорим, мы сделали все правильно. Ich selbst spreche seit meiner Bundeswehrzeit ein paar Sätze Russisch und habe aber auch deswegen immer eine gute Beziehung und ein Interesse an Russland gehabt und habe mich sehr gefreut, dass ich vor 11 Jahren mit dem damaligen Bürgermeister Michael Eskin das erste Mal Chelkovo besuchen konnte und auch Russland, auch die Menschen dort einmal persönlich kennenlernen konnte. Я сам лично знаю всего несколько предложений на русском языке. Это со времени моей службы в армии, в Бундесвере. Но я очень рад, что 11 лет тому назад я тоже присоединился к нашей дружбе. Еще благодаря Михаилу Эскину, нашему бывшему бургомистру. Ich bin auch immer sehr beeindruckt von der Gastfreundschaft, von der Herzlichkeit der Menschen, die uns begrüßen in Chelkovo bei jedem Besuch. Und ich bin auch jedes Mal begeistert, wie sich die Stadt Chelkovo entwickelt, wie sie prosperiert und wie sich dort investiert wird. Und ich sehe auch den Unterschied, diesen positiven Unterschied in den letzten 10 Jahren. Я сам просто в восторге от гостеприимства и сердечности наших русских друзей. Я в восторге от развития города Щелково, Щелковского района. Какие инвестиции вкладываются, да, как он развивается. Каждый раз, когда мы приезжаем, мы замечаем много изменений. Ich möchte an dieser Stelle auch natürlich das Augenmerk auf eine Besonderheit der deutsch-russischen Beziehung lenken. Und zwar, wir haben hier in HEMA ja auch eine Vergangenheit mit dem Kriegsgefangenenlager Stalag 6a. Auch da hat uns Chelkovo und die Vertreter aus Chelkovo immer sehr geholfen, diesen Austausch zu pflegen und auch diese Erinnerung auch wach zu halten. Я хотел бы подчеркнуть некоторую особенность наших отношений. Ведь у нас на территории Хемера находится сталаг номер 6. И, конечно, боялись немного, что будет это как-то отношения наши немножечко дискредитировать. Но, тем не менее, наши русские друзья сами помогают очень нас в дружбе. Мы всегда посещаем и кладбище, и музей сталаг, и... делаем все, чтобы наши дети не испытали того, что испытали наши отцы. Aber die Städtepartnerschaft, die lebt natürlich heute von den Beziehungen zwischen den Menschen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Personen, Vereinigungen zu nennen. An erster Stelle natürlich den Partnerschaftsförderverein der Partnerschaft, die an ganz vielen Stellen aktiv sind und eigentlich die tragende Säule dieser Partnerschaft sind. Конечно, дружбу, нашу дружбу, эстафету дружбы несут прежде всего люди. И это с нашей стороны объединение Щелково-Хемер, которые во всех мероприятиях самые активные участники, поддерживают нас во всех начинаниях. Они фундамент нашей дружбы. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch an die vielen Menschen erinnern, die diese Städtepartnerschaft gelebt haben und auch ein paar Namen nennen, wenn auch nicht vollständig. Aber ich möchte doch an Klaus Burda erinnern, an Doris Epping, auch an Herrn Engel, der wir alle drei leider schon verstorben sind, aber diese Partnerschaft gelebt haben. Я хотел бы сегодня по этому случаю торжественному встрече вспомнить о тех людях, которые стояли у истоков нашей дружбы,
которые организовали дружбу и были источниками. Это Клаус Бурда, экс-бургомист города Хемер, Дорис Эббинг, заместитель бургомистра, и Герхард Энгель. Именно они впервые подняли это знамя дружбы и понесли его. Ich kann die ganzen Namen gar nicht aufzählen, diese Freundschaften, die sich in den letzten 25 Jahren entwickelt haben. Ein paar Namen möchte ich noch nennen. Und das sind natürlich auch die Partnerschaftsvereinsvorsitzende, da möchte ich Herrn Knaul und auch jetzt aktiv Herrn Epping auch namentlich nennen. Ich möchte aber auch so Unterstützer wie Dr. Wingendorf, Frau Otten und Herrn Vorhoff nennen, die uns immer bei diesen ja, Vorhaben, das gegenseitige Austausch unterstützen. Конечно, мне хотелось бы назвать и тех, кто сегодня несет эстафету, даже кто очень много делает для развития нашей дружбы. Это бывший председатель объединения Щелкова Химер, Герхард Кнауэль, Йохан Эббинг, теперь председатель объединения. Сегодня он является господин Вингендорф Шпаркасе. Frau Otten, Otten. Und господин Vorhoff. Ich sehe auch gerade als Gast auch Peter Friedrich, der ich auch herzlich willkommen heiße, der auch immer einen engen Kontakt als ehemaliger ja, Dezernent zur Staatspartnerschaft aufrechterhalten hat. Ich danke Ihnen auch allen, die hier, auch wenn ich sie nicht namentlich nenne, die wirklich Teil dieser Partnerschaft sind, dieser Beziehung zwischen unseren beiden Städten. Und ich möchte vielleicht auch noch, was mir ganz wichtig ist, bezeichnen, dass diese Partnerschaft nicht nur zwischen den einzelnen Menschen ist, sondern sich immer weiterentwickelt hat. Was mir ganz wichtig ist, ist auch die Beziehungen und der zwischen den Schulen und auch der Schüleraustausch, der sehr positiv sich entwickelt. Можно перечислять еще много людей, которые принимали и принимают сейчас активное участие в дружбе. Я всем очень благодарен. Я хочу низко поклониться всем, кто ее начинал, кто продолжает, кто активно сейчас принимает участие. И хотел бы отметить еще очень, что нас радует активный обмен школьниками между нашими школами и учителями. Und wir haben natürlich auch Gemeinsamkeiten zwischen Chören, da will ich auch Annas Chor ganz herzlich begrüßen und natürlich auch ja, zwischen dem Kunstverein, das heißt, und den Künstlern aus Chelkovo und Sascha Berglow. Das heißt, auch da entwickelt sich unsere Partnerschaft weiter auf einer neuen Ebene. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить и подчеркнуть отношения между нашими хорами. Это Анны хор и хор Химерской общины. И, конечно же, отношения между объединениями художников, которые приносят и возносят наши отношения на новую основу. Und da ich weiß, dass mit Jochen Epping auch schon eine Ehe zwischen den Städten stattgefunden hat, bin ich also sehr zuversichtlich, dass wir nach den ersten 25 Jahren, ersten Vierteljahrhundert, diese Städtepartnerschaft auch ein zweites und ein drittes Vierteljahrhundert weiterleben wird, wir praktisch von den Kindern zu den Enkelgenerationen kommen. Ну, я еще хотел бы всех поблагодарить за нашу 25-летнюю дружбу. Не забываем, что у нас свадьба была, что у нас уже есть внук, это Йохан Эббинг и Настя. Я бы nur noch, ja, mich bei Ihnen allen zu bedanken für das, was Sie in den letzten 25 Jahren geleistet haben. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Ich wünsche unserer russischen Delegation und Annas Chor und allen, die heute anwesend sind, einen, ja, einen schönen Aufenthalt, viele nette Gespräche. Genießen Sie die Herbsttage. Und wir werden noch viele Gemeinsamkeiten und jetzt in den nächsten Tagen haben, unter anderem eben auch das große Festakt morgen. Und ich freue mich, wie gesagt, drauf. Genießen Sie die Tage und das Jubiläum. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с юбилеем, с нашим замечательным русской делегацией и хору, и художникам. Всем желаю наслаждаться этими днями.
общаться, наслаждаться общением друг с другом, праздниками, всего самого хорошего и наилучшего. С праздником! Спасибо! Уважаемые Михаил, дорогие гости, действительно мы приезжаем в Хемер, мы приезжаем к своим друзьям. И 25 лет нашей дружбы сейчас были перечислены те, кто очень большой вклад внес в эти отношения. Lieber Michael, liebe Freunde, also es ist wirklich so, dass wir nach Hemer schon kommen zu unseren guten Freunden. С нашей стороны, конечно, эта дружба начиналась благодаря усилиям Николая Пашина. Von unserer Seite begann diese Freundschaft dank Николая Пашин, dem ehemaligen Bürgermeister. Огромный вклад внес Леонид Твердохлебов. Ja, sehr viel hat Леонид Твердохлебов beigetragen. И каждый последующий глава, бургомистр нашего района, вносит свой вклад Дружбу Шелковой Хемер. Und jeder Bürgermeister, der nächste Bürgermeister, trägt viel der Freundschaft bei. Но что самое главное, что у нас образовалась дружба между людьми. Aber die Hauptsache ist in unserer Freundschaft, dass sie unter den Leuten existiert. Уже вполне состоявшимися личностями стали те дети, которые впервые совершали обмен между нашими городами. Also die ersten Kinder, die ersten Schüler, die nach Hemer gekommen waren, sind jetzt schon Fachleute und Persönlichkeiten geworden. Наши жители, благодаря выставкам, организованным нашими художниками, могут поближе познакомиться и с творчеством, и с великолепными видами земли Хемера. Dank unseren Malern können unsere Leute in Chiemgau, im Chiemgauer Region, mehr die Stadt Hemer kennenlernen, weil bei uns ständig die Ausstellungen verlaufen. Это говорит о том, что есть история, но историю наших отношений создают люди. Das zeugt davon, dass die Geschichte natürlich existiert. Aber diese Geschichte bilden die Leute. И вы знаете, у наших отношений есть замечательное прошлое. Unsere Beziehungen haben wunderbare Vergangenheit. Есть хорошее настоящее. Gutes heute. И я думаю, что есть великолепное будущее. Und ich bin sicher, dass wir auch eine wunderbare Zukunft haben. Разрешите мне зачитать официальный адрес. Jetzt möchte ich euch allen und uns allen im Namen des Haupts des Chiemgauer Bezirks lesen und auch von mir. Бургомистру города Хемер Михаилу Груннахайму. Уважаемый Михаил, от имени Совета депутатов администрации Щелковского муниципального района сердечно поздравляем вас всех и всех горожан с праздником осенних дней в Хемере. Дружбе города Хемер и Щелковского района исполнилось 25 лет. Уже четверть века мы поддерживаем с вами теплые связи, бережно храним достигнутый уровень взаимоотношений. В России более 100 городов имеют побратимские отношения с городами Германии. И мы гордимся, что Щелковский район также вносит неоспоримый вклад в укрепление отношений между нашими странами. Мы регулярно сотрудничаем не только в сфере культуры и спорта, но и обмениваемся опытом, который в дальнейшем сможет применить у себя на родине каждый. Надеемся, что наши дружеские связи принесут много новых идей, и никакие препятствия не встанут на пути укрепления наших отношений. Искренне желаем вашему городу экономического и культурного роста, а всем жителям долгих лет, доброго здоровья и семейного счастья. С уважением, глава Щелковского района Алексей Васильевич Вал и председатель Совета депутатов Щелковского района Надежда Сурица. Lieber Michael, im Namen des Deputiertenrates und der Verwaltung des Bezirks Chiemgau gratulieren wir
Ihnen und allen Einwohnern der Stadt Hemer zum Fest Hemeraner Herbsttage. Die Freundschaft zwischen Hemer und Tscholkawa ist in diesem Jahr 25. Schon ein Viertel des Jahrhunderts unterstützen wir unsere warmen Beziehungen. Wir bewahren sorgsam unseren Beziehungsgrad und hoffen sehr auf die weitere Entwicklung unserer Freundschaft. In Russland sind zurzeit 100 Städte, die die Verträge über die Partnerschaft mit den deutschen Städten unterschrieben haben. Und wir sind stolz, dass Tscholkawa und Hemer einen großen Beitrag zur Festigung der Freundschaft zwischen unseren Ländern leisten. Wir hoffen, dass unsere warmen Verbindungen viele neue Ideen unseren Städten bringen und keine Hindernisse unsere feste Freundschaft zerstören werden. Von ganzem Herzen wünschen wir hervorragende Entwicklung der Industrie und Kultur, allen Einwohnern viele Jahre Gesundheit und Familienstand. Alles Beste, der Verwaltungschef von Tscholkawa, Alexei Walow, der Vorsitzende des Deputiertenrates, Nadezhda Surovtseva. Noch einmal bitte. Also ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei Nadezhda für die Urkunde und für die wirklich baden Worte. Я прежде всего хочу поблагодарить Надежду за прекрасные слова, за теплые, за вот такое вручение, за такую грамоту. Aber der Schlüssel für eine Partnerschaft zwischen zwei Ländern ist die Sprache. Noch ist immer alles beides auf Deutsch und auf Russisch geschrieben. Und, Но ключ к развитию отношений, конечно, язык. Опять мы получаем документ, который и на русском, и на немецком языке. Und die Sprache ist der Kernpunkt. Ja? Gott sei Dank haben wir hier sehr viele Menschen, die auch Russisch können und auch Russen, die auch Deutsch können. Und nur mit diesen Sprachen, mit diesem Macht diese Sprache, macht es, oder die Kenntnisse der Sprache machen es möglich, den Austausch zu leben. Also ich gebe mir auch Mühe, etwas Russisch einfließen zu lassen, aber es fällt mir nicht leicht, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber, sag doch, Дорогие друзья, теперь я хотел сказать несколько бы слов по-русски, честно признаюсь, мне это очень сложно. Aber ich will die Gelegenheit nutzen, einer Person zu danken, die wir vergessen haben. Und, Но я хотел бы использовать возможность поблагодарить еще одного человека, про которого мы забыли. Und diese Person ist Larissa Kupareva, die seit ganz, ganz vielen Jahren seit ganz vielen Jahren. Ich weiß, kannst du es vielleicht besser übersetzen? Larissa, ich danke dir ganz herzlich. Ja, also mit всего сердца поблагодарю Лариса Губарева, которая так крепко нам помогает уже более 20 лет, и это один из точек даже существует. Ich danke dir wirklich ganz herzlich. Hast du auch noch schon? Ja, das sieht man auch schon. Дорогие братья и сестры, liebe Brüder und Schwestern, сегодня у нас двойной юбилей. Wir haben heute das Jubiläum zweimal. Помимо установления партнерских отношений 25 лет назад были
установлены теплые братские отношения между двумя церковными хорами. Außer dem 25. Jubiläum zwischen den beiden Städten, also wurden auch entstanden auch vor 25 Jahren die Beziehungen zwischen zwei Chören. Между хором Агапе, zwischen dem Chor Agape und zwischen Annas Chor. Anna, который именно вы так назвали, кратко. So, Annas Chor existiert. Gerade unsere Freunde aus China haben unseren Chor so genannt. Kurz und gut, ja, Annas Chor. Мы верим, что все в этом мире совершается по воле Божией. Also wir glauben an den Gott und wir sind sicher, dass alles in dieser Welt von seinem Wille, ja, von seiner Wille geschieht. Возможно, вы знаете, что символ нашего города Троицкий собор. Das Symbol unserer Stadt ist jetzt die Dreifaltigkeitskirche. Был построен в память сына последнего российского царя. Also und diese Kirche wurde zu Ehren des Sohnes des letzten russischen Zaren gebaut. А его мать была немецкая принцесса. Und seine Mutter war die deutsche Prinzessin. И сам комплекс Троицкого собора задумывался по архитектуре как маленькая Германия. Und der Komplex der Troizkaya Kirche wurde so ausgedacht vom Architekten wie das kleine Deutschland. Поэтому уверен, что не случайно именно с немецким городом Хемером был заключен договор о дружбе. Ja, darum nicht zufällig glaube ich, so wurde der Vertrag mit der deutschen Stadt Hemer unterschrieben. И первый настоятель нашего храма, отец Александр Семенов, und der erste Pfarrer unserer Kirche, Alexander Semyonov, которого уже, к сожалению, с нами leider нет, ist er auch nicht unter uns, nicht am Leben, всегда искал друзей на немецкой земле, suchte immer die Freunde auf dem deutschen Boden, и нашел их в лице общины Деленгофа, церкви Святого Стефана. Und fand sie hier auf dem deutschen Boden, auf dem Chimeraner Boden, in Dorf Deringhofen, also mit dem Chor Stefana, des heiligen Stefana. Поздравляя с 25-летним юбилеем, серебряным юбилеем. So, bei uns nennt man das 25. Jubiläum, das silberne Jubiläum. Ja? Und der Pfarrer Dmitri also gratuliert uns zum 25. Jubiläum, zum silbernen Jubiläum. Я хочу сказать, что в Библии юбилейным считается 50 лет. Möchte ich unterstreichen, dass in der Bibel das echte Jubiläum 50 Jahre ist. Так что у нас еще многое впереди. Darum haben wir sehr viel vor. И я желаю нашей дружбе многое и благое лето. Und unserer Freundschaft wünschen wir alle viele, viele Jahre. Благоденственное и мирное житие, здравие и спасение во всем благое поспешение подашь, Господи, всем немецким и русским друзьям, администрации города Хемера, администрации города Щелково, всем все предстоящим и сохрани их на многое и благое лето. Многое лето, многое лето, многое. Сейчас прозвучит.
Начиналось это с того, что Щелкова решила построить сталеплавильный завод. Es folgten lange Verhandlungen mit den Ministerien. Проводилось много переговоров между министерствами. Nach einem Jahr zähen Verhandlungen kriegte dann die Hemerane Eisenhütte den Zuschlag. И через один год, только год, продолжались переговоры, и через год, наконец, был заключен договор.
So wurde dann in Tschechowo ein Kalkwalzwerk zur Herstellung von Stahlband und Bildmasken, zum Beispiel für Fernseher. И в Щелково появился завод, который необходим был для России тогда еще, например, с выпуском, вот он начал заниматься выпуском кинескопной ленты. Ja, dann, wie gesagt, schon sagte schon, nach einem Jahr gab es erst einen Vertrag per Handschlag. Да, и начался заключение договора, я забыла сказать, именно с рукопожатия. Это было очень важно. Die Hemeraner, die über Weihnachten gerne nach Hause fahren wollten, mussten dort bleiben, um nach Weihnachten den schriftlichen Vertrag unterschreiben zu können. Mm-hmm. Vertrag unterschreiben zu können. И после Рождества уже был подписан договор. Es war nicht ganz so einfach, den Aufbau dort zu leiten, weil Tschechowo damals ja noch eine gesperrte Stadt war. Aber es war nicht so einfach, den Aufbau dort zu leiten, weil Tschechowo damals ja noch eine Durch die vielen Kontakte zur, während des Aufbaus zur Verwaltung ging das natürlich alles sehr viel schneller. Но потом появилось много контактов среди администрации, и все пошло намного быстрее. Die Tschechowita kam zur Eisenhütte, um Fragen zu klären. Die Hemeraner fuhren zu euch. И щелковцы начали приезжать к нам на завод, чтобы посмотреть, как здесь все организовано. А наши жители стали ездить в Щелково. Klaus Burda hatte damals des Öfteren für die Eisenhütte gedolmetscht. Und тогда Бургомистр, экс-бургомистр города Хемер Клаус Бурда сам выступал в роли переводчика на заводе здесь в Хемере. Und Gott sei Dank, nach Perestroika kam er auf die Idee, vielleicht eine Partnerschaft mit euch zu gründen. А тут произошла перестройка, и решили, появилась идея завязать контакты, заключить договоры о дружбе. Herr Paschin und Gregorin Pressler hatten nichts dagegen einzuwenden. И тогда руководители администрации, господин Пашин, а также Григорий Пресслер, председатель Совета депутатов, были не против. Am 25. Februar 92 war es dann soweit und der Vertrag wurde Nehmer unterschrieben. И в 1992 году, 25 февраля, Entschuldigung, заключен договор о дружбе в Щелково. Ja, Klaus Burda setzte damals die Grundmauern unseres Freundschaftshauses. И именно Klaus Burda заложил фундамент нашей дружбы. Ja, es wurde Gott sei Dank ein festes Fundament. Und jetzt langsam entwickelten sich auch zarte Bande zwischen Hemeranern und Tschechowita. И постепенно начали развиваться наши отношения, искренние, добрые. Es wurden sogar zwei Ehen zwischen Hemerana und Tschechowita. Мы сегодня вспоминали одну свадьбу, оказывается, было две свадьбы за 25 лет. Там между хемерцами и тщелковцами. Später übernahm dann Gerd Engel und Leonid Tvedov-Lebov das Ruder. Дружеские отношения со временем, да, позже уже нашу дружбу, эстафету дружбу понесли Герхард Энгель и Леонид Твердохлебов. Die beiden bauten im Grunde das Haus der Freundschaft auf und erfüllten es mit viel Einsatz und viel Liebe zum Leben. Они оба выстраивали дом, великолепный дом нашей дружбы. И делали это с такой любовью, с такой нежностью. Leonid, Avotjun, Gerd, Engel und Klaus begleiteten die Partnerschaft über viele, viele Jahre. Леонид, Авотюн, Клаус и Герхард Энгель сопровождали многие годы нашу дружбу. Auch Doris Ebbing und Heinz Oehmann unterstützten die Freundschaft. И также Дорис Эббинг и Хайнц Оемен тоже поддержали наши дружеские отношения. Michael Esken und Leonid und später Leonid und Alexander Ganjajew.
Михаил Эскин и Леонид, затем Александр Гоняев и Михаил Эскин setzen sich für die Freundschaft ein. Тоже подключились к нашей дружбе. Man kann sehen, wie lange Leonid das Ganze mitgetragen hat. Мы уже видим также по перечислению, сколько Леонид тоже, какой большой вклад Леонид внес в дружбу. Bei Städten gab es öfters Wechsel der Führungsspitze. Und bei jeder Veränderung hatte man ein bisschen Angst. Werden Sie die Freundschaft mitfragen? Да, менялись бургомистры, менялась власть, и всегда мы немножечко побаивались. А что же будет с нашей дружбой, да, когда приходили новые люди? Ist Ihnen das so wichtig wie uns? Да, будет ли им наша дружба тоже так же важна, как нам? Ja, es ist so. Heute sind es Alexei Walow, Nadezhda und das Energiewunder Juri. Сегодня с нашей стороны Щелковский это Алексей Валов, Надежда и Юрий Родионов. Und bei uns Michael Heimann. А с нашей стороны Михаил Хайман. Alle sind Gott sei Dank mit Begeisterung dabei. И слава Богу, что все с восторгом занимаются развитием наших отношений. Vier Verwaltungschefs in Chelkovo und fünf Bürgermeister, das heißt, du bist der fünfte, nein, die anderen vier. Руководители Щелковского района и пять бургомистров уже несут эту эстафету. Habe ich in den 25 Jahren erleben dürfen. Да, вот сегодня мы встречаем уже 25-летний юбилей. Ich bin glücklich, ich bin noch da. Ihr müsst mich noch ertragen. Я очень счастлива, что я еще в дружбе, что я здесь сегодня с вами на этом празднике. Ja, was bedeutet denn eigentlich Partnerschaft? Что же означает партнерство? Das sind nicht immer nur die schönen Reisen. Это не только прекрасные поездки. Man kümmert sich auch um Menschen und Geschehnisse. Это прежде всего забота о людях и событиях, в которых они принимают участие. Dazu gehört auch die Aufarbeitung der Geschichte des Himmerana Kriegsgefangenenlagers 4A, Stalag 4A. Это, конечно, большая работа и по Сталагу 4A. Ich muss hier Herrn Thomas auch Dank sagen, der sich wirklich rührend und mit großem Einsatz in das Museum des Stalags-Lagers einsetzt. И, конечно, сегодня мы благодарим, большое спасибо говорим Томасу, который много усилий прикладывает к сохранению этого музея. Im letzten Jahr brachte Sascha Beglow Bilder des gefangenen Dmitri Aljochin mit. В прошлом году Александр Беглов привез картины, фотографии, которые сделал Дмитрий Алёхин, военнопленный. Diese hatte sie heimlich während seiner Gefangenschaft hier in Hemer gemacht. Sie wurden dann im Stalag-Museum ausgestellt und wir erfuhren die ergreifende Geschichte dieses Mannes. Эти картины были вывешены в музее, была сделана открыта выставка, и мы узнали об истории, о трагической истории этого человека. Vor einigen Jahren konnten wir den Leiter eines Chemiekonzerts und seinen Vater, eines in Hemer verstorbenen Gefangenen, an Herz und Wunsch erfüllen. Несколько лет тому назад мы встречали семью руководителя химического предприятия здесь, в Хемере, который нашел своего отца. Mit Hilfe des KGB bekamen sie Unterlagen des Friedhofs am Höfling Sabin. Да, с помощью КГБ они получили бумаги, где захоронен их отец. Dort waren dann die genaue Lage und Bezeichnung der Gräber eingetragen. Там была схема, все прекрасно расчерчено, и мы нашли, да, haben sie gefunden. Ja, wir konnten das Grab finden und die Familie konnte nun endlich den Vater bzw. Großvater besuchen. Мы нашли могилу и наконец-то семья обрела место, где находится их отец. Weiterhin haben wir auch noch andere interessante Austausche und viele Projekte. Конечно, у нас было много других интересных обменов и много интересных проектов. Aufsatzwettbewerbe, verschiedene Ausstellungen. Конкурсы сочинений, выставки.
Besuche der Jugend, der Lehrer, посещение молодежи, учителей, der Wirtschaft und anderen Berufsgruppen und der Verwaltung, представителей экономики, администрации. Ja, Fabriken, Sportstätten, Straßen werden eingeweiht. Дорогие друзья, конечно же, создаются фабрики, ремонтируются улицы. Все это мы видим. Die Schüler besuchen sich gegenseitig. Ученики посещают друг друга. Danke an Gabi und an Gisela. Спасибо большое, Gisela и Gabi. Они большой вклад внесли в развитие отношений между школьниками. Kunstwerke werden hier ausgestellt. Да, выставляются произведения искусства. Sascha eröffnet heute seine dritte Ausstellung in Hemer. Sascha открывает сегодня третью выставку в Кемере. Ja, und auch Sportler und Kunstvereine haben sich viel ausgetauscht. Да, спортивные объединения и объединения художников часто обмениваются. Damals machte der Partnerschaftsverein auch viele Kurzreisen, lange, kleine Reisen, die durch Klaus Burda und Walter Kicken organisiert wurden nach Chicago. Тогда еще мы проводили маленькие поездки, туристические поездки, которые организовывали Клаус Бурда и Вальтер Киген. Die waren sehr beliebt. И эти поездки очень были любимы населением. So haben wir dann Land und Leute immer besser kennengelernt. Конечно же, мы во время этих поездок лучше узнавали страну и людей. Ja, wir haben schon eben erwähnt, dass ohne den Partnerschaftsverein gar nichts geht. И мы, конечно, пришли уже за эти годы к тому выводу, что без объединения Щелково-Хемер ничего дальше не будет продолжаться. Er unterstützte Altenheime, Jugendhäuser, Kinderheime. Потому что это объединение поддерживает детские дома, дома престарелых, молодежь, стариков. Und andere bedürftige Menschen. И люди, которые в этом нуждаются, люди, которые нуждаются. Ganz, ganz herzlichen Dank an Bernhard. Большое сердечное спасибо Бернарду Гнауэру. Du hast das lange Jahre federführend geleitet, als ich darüber gesprochen habe. Потому что он многие годы возглавлял объединение Щелково-Хемер. Ja, unsere Friedhöfe in beiden Städten werden sehr schön gepflegt. Dank Dimitri. Благодаря Дмитрию Андрющенко и здесь, и в Щелково осуществляется большой уход за кладбищами. Die Bäume der Freundschaft wurden immer wieder gesetzt. Мы также продолжаем сажать деревья дружбы и в Щелково, и в Хемере. Ja, so wie die Bäume gewachsen sind, so ist auch unsere Freundschaft im Laufe der Zeit gewachsen. И можно посмотреть, как наши деревья выросли за эти годы, и поймем, как и дружба наша взрослела. Die Bäume sind inzwischen groß und kräftig. Да, деревья стали и большими, и крепкими. So wie unsere Verbundenheit. Так, как и наша дружба. Jedes Mal, wenn ich nach Chelkovo komme, es ist ein bisschen wie nach Hause. Каждый раз, когда я приезжаю в Щелково, я чувствую себя как дома. Und wenn ich zurückfahre, bleibt immer ein Stück meines Herzens bei euch. И когда я улетаю домой, всегда частица моего сердца остается в Щелково. Ich hoffe, ich kann euch noch ganz, ganz oft besuchen. И я надеюсь, что я часто-часто буду приезжать в Щелково. Ich möchte jedem wirklich Dankeschön sagen, der sich für den Partnerschaftsverein einsetzt und überhaupt der Partnerschaft. Я хочу каждому, кто участвует в дружбе, в объединении Щелково-Хемера и просто в нашей дружбе, сказать спасибо. Selbst wenn nur das kleinste Stückchen dazu tut, trägt zu unserer Freundschaft bei. Даже каждому человеку, который хоть немножко внес маленький вклад в нашу дружбу, мне тоже хочется низко поклониться. Ja, danke auch an dich, liebe Larissa. Du, liebe Christa. Seit vielen Jahren machst du mit sehr viel Geduld, übersetzt du uns die russischen Worte, damit wir euch verstehen. Ну, не спасибо. Сказала Christa. Wollte auch Bernhard sein.
möchte ich gerne Dankeschön sagen, der sich im Rathaus, der im Rathaus so vieles vorbereitet, damit hier alles wunderbar abläuft. Ja, in unseren Städten hat sich sehr viel verändert. In unseren Städten hat sich sehr viel verändert. Da sind wir auch stolz drauf. Und wir gardieren uns. Was sich nicht verändert hat, но что не изменилось, das sind unsere Freunde und unsere Verbundenheit. Это наша дружба и наши друзья. Hoffentlich noch viele Jahre. Jetzt hatte ich hier Yoga Aletta aufgeschrieben, aber das haben wir schon gesungen. Also ich, я написала в докладе, я надеюсь, что наша дружба будет продолжаться многие годы, и хотела, чтобы тут все мы запели фили-фили яры, да, многие годы. Но уже спел хор. Ja, wir haben hier das goldene Buch der Stadt und ich möchte Nadezhda ganz herzlich bitten, ja, als Zeichen der Freundschaft nochmal sich hier auch zu verewigen. Ich würde auch gerne Herrn Attaché Aliyev bitten, auch mit zu unterzeichnen. Ja, wie es bei manchen Hochzeiten ist, kann man auch ein Ehegelübde noch einmal wiederholen. Also das tun wir natürlich auch sehr gerne.
Дорогие друзья, опять по бокалу шампанского, пожалуйста, приглашаем.